Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Sinma, dem Rhodesian Ridgeback. Ja, heutiges Thema Leinführigkeit, die hat sich nämlich massiv verbessert. Und jetzt will ich natürlich auch mal mitteilen, wie wir das hingekriegt haben. Aber als kleines Vorwort will ich noch erwähnen, also wir haben so quasi zwei Modi Operandi. Ich glaube, das sagt man so, ja, kann man so sagen in dem Zusammenhang. Und zwar einmal, wenn wir also Gassi gehen hier im Wald oder wenn wir halt eben, wenn wir eben auf der Straße unterwegs sind. Ja. Und auf der Straße ist es so, da nehmen wir sehr kurz. Also die Leine kann man hier halt schön verstellen und dann wird die halt gekürzt, ja, also auf kurz gestellt, ja, und dann ist sie vielleicht noch so, also ich würde mal sagen, so 50 cm in etwa lang. Und wenn wir ihn quasi so geführt haben, das machen wir also im Straßenverkehr, wie gesagt, oder überhaupt, wenn wir in der Stadt unterwegs sind, es ist egal, ob das die Hauptstraße ist, Nebenstraße, wie auch immer, egal, halt eben in der Stadt, dann haben wir ihn immer, so wie er an uns vorbeigelaufen ist, also unsere Fußsohlen unsere Fußspitzen haben dann so eine unsichtbare Grenze gebildet, die er dann nicht überschreiten durfte. Und immer wenn er darüber gelaufen ist, dann haben wir ihn. Oh, Simba, nee, hey. Simba, hey. Dann haben wir ihn also so zurückgeschoben. Das hat man gemacht am besten. So ein bisschen mit gekrümmten Fingern, dann vorne in den Brustkorb rein. Also vorne die Brust halt eben, ja. Jetzt natürlich nicht so, oh nee, kein Müll. Oh nee. Immer so ein bisschen vorne in den Brustkorb rein. Und dann halt nach hinten geschoben. Also so, dass es für ihn natürlich jetzt nicht unbedingt angenehm war, aber auch nicht, dass er Schmerzen hat. Also er wurde halt zurückgeschoben, weil er das halt blöd fand. Und das macht man also ganz, 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 ganz oft. Ich will nicht sagen, ist alles perfekt und so, ne? Aber das hat wirklich unheimlich viel gebracht. Und die Leine hängt jetzt viel öfter durch als vorher. Ja, ich will, wie gesagt, jetzt noch nicht sagen, nee, da gehen wir nicht hin. Hier, Simba. Simba, hier. Und ich will nicht sagen, ist jetzt alles perfekt oder so, ne? Um Gottes Willen. Aber zumindest viel besser geworden. Und hier im Wald, ja, also wenn wir dann also Waldgebiet erreicht haben, dann machen wir die Leine auf. Das ist übrigens eine 5-Meter-Leine. Ich weiß nicht, ob man das so auf den Bildern hier so gut erkennen kann. Ich habe halt jetzt auch Weitwinkel an, ja, damit man halt wenigstens auch ein bisschen was von der Umgebung sieht. Und ja, naja, egal. Ist jedenfalls eine 5-Meter-Leine. Und so wie die dann also offen ist und er hat seine 5 Meter, dann kann er sich um uns rund halt in dem Radius bewegen. Ich hatte ja schon mal erwähnt, so Freigang, Freilauf, wie auch immer man das nennen möchte, hat er ja nicht so viel, also wirklich nur unter ganz kontrollierten Bedingungen. Und wir versuchen so ein bisschen die Philosophie unserer Hundeschule da umzusetzen, die ich eigentlich persönlich für ganz sinnvoll halte. Und zwar, dass man quasi das erste Jahr halt sehr kontrollierte Bedingungen da schafft. Ja, und quasi den Hund fast nur angeleint halt hat. Ne? Und diese Freiheit, die man ihm dann nimmt, die hat er aber später dann umso mehr. Also sprich die Hunde, die vielleicht dann, ich will jetzt nicht sagen, die jetzt nicht so erzogen sind, aber die das dann halt vielleicht nicht so hatten, die sind dann vielleicht am Ende, keine Ahnung, dann ein bisschen, oh Simba, nee, raus da. Und das kann er sich jedenfalls alles dann später wiederholen, so seine Freiheit, die er jetzt so ein bisschen einbüßen muss im Vergleich vielleicht zu anderen Hunden. Ja, ich sag mal so, mit der Hundeerziehung, das ist ja alles so ein bisschen. Ich meine, ich kenne es ja nur mal, weil ich ja nur mal ein Kind habe, aber es ist so ein bisschen wie mit der Kindererziehung. Man muss halt immer so ein bisschen machen, wo man sich selbst mit gut fühlt, sag ich mal. Ja, es hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist wirklich so, weil es gibt ja tausend Herangehensweisen an jedes Problem und jeder Hundetrainer sagt einem was anderes und im Internet liest man dann auch wieder was anderes und so weiter. Ja, deswegen machen wir einfach, womit wir uns wohlfühlen, wo wir sagen, das macht Sinn, das ist gut für unseren Hund, dann machen wir das einfach. Ich will es jetzt auch nicht hier übertreiben. Ich wollte es einfach nur mal erwähnen, dass sich das mit der Leinführigkeit ein bisschen verbessert hat. Sagst du nochmal Tschüss, Simba? Simba, ja. Uah.